So, wir stehen einfach so blöd da und warten, weil der Livestream auf Sonnenklar TV wird gleich starten und dann werden wir auch gleich loslegen. Und so, hallo. Ich muss hier nochmal ein bisschen gucken. Genau, so. Hallo Alex, genau. Okay. Ich habe im Ohr noch den Kollegen, der mir sagt, was jetzt gerade los ist. Und auf der einen Seite schauen wir uns jetzt noch die Hotelbilder an und dann werden wir gleich loslegen. Ich bin aber heute auch nicht alleine. An meiner Seite habe ich den Zafer Süzer. Das ist der Juniorchef hier vom Lake and River Hotels. Den Herrn Jakob kennen wir, das ist der Big Boss und der Zafer ist sein Sohn. Er wird Hallo. mich heute auch begleiten. Wir werden durch die Anlage gehen und heute machen wir mal was ganz, ganz Interessantes. Eine geschlossene Anlage haben wir in der Hinsicht gar nicht gezeigt. Das werden wir heute machen, weil die Anlage ist jetzt über die Wintermonate geschlossen gewesen, wird jetzt in einigen Tagen eröffnet. Das heißt, ganz genau am 23. März wird es hier losgehen. Dann starten Sie in die Sommersaison. Und wenn es dann losgeht, sieht es dann richtig anders aus. Aber jetzt werden wir die Anlage einfach mal geschlossen zeigen. Das ist auch was ganz Neues. Müssen Sie sich halten. Anderes Bild mal oder wie soll ich das ausdrücken? Es wird dann, wenn es geöffnet ist, ganz anders aussehen. Jawohl. In der Hinsicht würde ich einfach sagen, wir können ja schon mal so ein bisschen rausgehen vielleicht, bis der Stream im Fernsehen startet. So, gehen wir mal einfach raus, lassen wir die Tür auf, weil heute haben wir auch relativ gutes Wetter. Das können wir auch zeigen. Das ist jetzt der Haupteingang hier vom Lake and River. Side heißt das eigentlich, genau. Etwas windig. Das ist meine Kiste hier. Mit dieser Kiste fahre ich überall hin. In der Türkei bin ich überall zu sehen. So, jetzt sehen mich auch die Sonnenklar-Zuschauer. Und wie bereits angekündigt, befinde ich mich jetzt hier im Lake and River. Sieht an meiner Seite der Juniorchef, das ist der Sohn vom Herrn Jakob, der Big Boss hier der Lake and River Hotels. Er wird mich heute begleiten. Wir werden gemeinsam durch die Anlage gehen. Aber das, was ich noch mal sagen kann, die Anlage ist noch geschlossen. Über die Wintermonate hatten sie geschlossen. Am 23. März wird es dann wieder losgehen. Dann starten sie in die Saison und dann wird es ganz anders aussehen. Wie immer machen wir den Urlaubschecker ferngesteuert, interaktiv. Das heißt, Sie können mit reinschreiben, was Sie gerne sehen wollen. Heute wird es ein bisschen mickriger sein. Viel Möglichkeit haben wir nicht. Aber falls Sie dann auch Fragen haben sollten, diese Fragen können wir dann auch gerne beantworten. So, das größte Problem besteht, glaube ich, heute darin, dass ich die Kamera irgendwie wenden muss. Und ich versuche das einfach mal, wenn wir das hinkriegen. Vorhin hat es noch geklappt und jetzt muss ich das eigentlich auch irgendwie, wenn man hier irgendwann noch so ein Knöpfchen. Wenn wir mal gucken, wenn wir das hinkriegen, dann wird es ein guter Tag. Wenn nicht, dann wird es vielleicht gar nicht so schön. Dann müssen wir eventuell noch mal starten. Das sieht so witzig aus hier. So, das ist jetzt wirklich interessant, was wir hier leisten. Aber wir können ja vielleicht rückwärts mal reingehen. Ah, schau her, das geht doch wirklich. Das haben wir hingekriegt. Sehr schön. So, dann gehen wir mal rein. Ich muss hier noch mal. So, das ist jetzt der Eingang hier vom Hotel. Dankeschön. So, wir sehen jetzt hier einfach mal, wie es aussieht, wenn die Anlage geschlossen ist. So, das ist jetzt die Lobby, das ist Rezeption da hinten und alles schön zugedeckt. Wir werden uns aber auch mal ein Zimmer anschauen. Da hinten ist die Lobbybar. Eigentlich sehr, sehr schön gestaltet hier. Die Lobby vom Lake and River Hotel. Und das ist auch das erste Hotel. Und das ist auch das Augenmerk hier. Das ist sehr wertvoll.
gehen wir einfach mal so weiter. Und wenn die Anlagen geschlossen sind, sieht es gar nicht mehr so warm aus, habe ich den Eindruck. Aber so haben Sie zumindest gesehen, wie ein Anlage geschlossen aussieht. Aber es gibt ja auch viel mehr zu sehen. Wir gehen jetzt einfach mal weiter. Wir sehen auch hier so einige Arbeiten, was gemacht wird. Also im Winter stehen Sie nicht still. Hier nochmal ein Kollege, der hier seine Arbeit tut. Merhaba. Merhaba. So, das ist jetzt die à la carte Straße hier mit den à la carte Restaurants. So. Interessant hier. Ein bisschen dunkler wird es dann. So, ich gehe mal weiter. Genau. Hier auf dieser Seite gehen wir dann zu den Zimmern. Einfach mal hier so rüber. Ein Zimmer haben wir vorbereitet, damit wir überhaupt sehen können, wie es aussieht. Gehen da auch mal rein. So, schauen wir aber auch erstmal im Bad, wie es ist. Schön sauber, mit vielen Sachen, die man dann vielleicht im Urlaub braucht. Mit der Dusche hier nochmal ebenerdig. Dann schauen wir uns das Zimmer an. Sehr schön gestaltet. Ist ein bisschen witzig heute mit meinem Gimbal, so heißt das Gerät, was ich habe. Die Steuerung spinnt heute. Ich hoffe mal, dass ich das trotzdem hinkriege, so ein bisschen. So sieht eben dieses Zimmer hier aus. Sehr schön. Und hinten einem schönen Poster. Dann auf dieser Seite hier mit dem Flat Screen. Und wir wollen mal auf den Balkon gehen. So, damit wir auch mal die Sicht nach draußen haben. Es windet ein bisschen. Ich versuche mich mal zu schützen. So, hier hinten sehen wir die Wasserrutschen. Die sind neu gebaut worden. Es gibt also mehrere Wasserrutschen als normal. Das ist der Poolbereich hier. Und dann sehen wir hinten das Haupthaus nochmal. Das ist der eine Teil. So, Safin, wie groß ist das Hotel nochmal? Wie viel Quadratmeter? 460 ist, oder? 418 Zimmer haben wir im Gesamten, solch schön eingerichtet Zimmer. Und insgesamt 25.000 Quadratmeter an Gesamtfläche. So, und hier nochmal schön zu sehen mit den ganzen Farben und so weiter. Mit dem Kidspool hinten raus. Und hinten raus sehen wir vielleicht auch die Gullets, weil dieses Hotel liegt direkt am Manavgat-Fluss. Das ist nämlich nochmal so ein Riesenvorteil hier für dieses Hotel, auf der einen Seite den Manavgat-Fluss zu haben und auf der anderen Seite ist das Meer oder auch der zitternde See. Titreengül heißt das hier. So, jetzt machen wir wieder reingehen. Ich hoffe, dass ich den Gimbal in der Zwischenzeit hingekriegt habe. Also funktioniert wieder. Sehr gut. Genau, hier können wir nochmal zeigen. Das ist ja schön, wenn man ankommt, wenn man solche Schwäne hat im Zimmer. Oder so ein Herzchen. Und das bekommen die Gäste, wenn sie hier ankommen. Das ist das Willkommensgeschenk einerseits. Andererseits werden sie dies Jahr auch ein ganz anderes Konzept haben. Auch mit der Minibar. Die wird dann auch täglich aufgefüllt mit Softgetränken, Bier und Wasser. Und das ist eben das Neue, was sie dieses Jahr machen wollen, konzeptmäßig an Ultra All Inklusiv viel mehr dran arbeiten, viel mehr bieten. Auch Importgetränke, die werden auch angeboten, die kann man auch trinken. Also rund um die Uhr gibt es Getränke. So, wir gehen jetzt die Treppen runter Richtung Hauptrestaurant. Und ich möchte gerne wiederholen, dass die Anlage zurzeit geschlossen ist und
dem Hotelier eigentlich auch danken, dass er eine geschlossene Anlage uns zeigen möchte. Das macht nicht jeder, weil es ist in dem Sinne aufgeräumt. Man kann nicht viel sehen, aber ich versuche trotzdem mal so ein bisschen zu zeigen, das ist das Hauptrestaurant. Und in der Saison sieht es hier halt herrlich aus mit den ganzen Sachen, was man hier so bekommen kann. Frühstück, Mittag, Abendessen, Vorhaupt und Nachspeisen. Und wir kennen ja mittlerweile das Buffet, das Essen in der Türkei und überhaupt hier in diesem Haus richtig, richtig lecker. Ich kann es einfach nur bestätigen. Ich habe hier immer richtig lecker gegessen und es wird auch ab dem 23. März nicht anders sein. Das ist jetzt der Gartenbereich. Wir sind jetzt unten am Poolbereich. Hier mal so Richtung Wasser rutschen rüber. Das ist der Weg. Und hinten raus ist dann die Promenade. Mittlerweile haben sie hier auch eine Promenade gebaut. Bei den Hotels führt diese Promenade vorbei, also auch am Fluss entlang bis nach Manavgat rein. Das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Also man könnte eventuell nach dem Abendessen vielleicht mal spazieren gehen. Diese Möglichkeit besteht. Andererseits hat man am Tag auch dreimal die Möglichkeit, mit einem Gulet nach Manavgat reinzufahren und wieder zurückzufahren. Das ist von der Gemeinde, ist auch kostenlos. Dann kann man so eine Fahrt machen. So, ich will mal versuchen, auch hier diesen Weg zu zeigen. So, vielleicht komme ich hier durch. Genau, das ist jetzt die Promenade hier. Von der einen Seite bis zur anderen Seite, die geht also weiter. Dann kann man hier entlang bis nach Manavgat laufen. So, das habe ich auch hingekriegt. Hier Kinderspielplatz auf dieser Seite. Auch für die Kinder so einiges. Und eine Vitaminbar gibt es hier auch. Frisch gepresste Säfte. Tut immer gut im Sommer. Von hier aus können wir das Hotel noch mal sehen. Ich gehe mal näher ran an den Pool. So. Und dann haben wir jetzt hier den Blick noch mal zu den Wasserrutschen. Wie weit sind wir vom Strand entfernt? Ne yani? Sahile. Sahile her 15 dakikada ücretsiz shuttle servisi var burada. Mesafe ne kadar? Mesafe 750 metre. 750 Meter sind wir zum Strand und alle 15 Minuten gibt es einen Shuttle rüber. Her 15 dakikada. Einfach weiter. So, das hier ist Girmeceğiz. Bistro. Bistro auf dieser Seite, genau. 24 Saat. Rund um die Uhr. Pizza, Hamburger. Gibt es hier Pizzen, Hamburger. Wir gehen jetzt die Treppen wieder hoch Richtung Lobby. Und vielleicht schauen wir von oben mal runter, haben dann den Blick wieder raus auf die Anlage. So, drehen uns noch mal um. So, das ist jetzt der Blick hier von der Treppe aus wieder runter zum Pool, zu den Wasserrutschen hinten raus, die Gullets. Heute leider nicht unbedingt schönes Wetter. Vorhin hatten wir noch ein bisschen Sonne. Jetzt ist sie wieder weg. Gehen wir wieder in die Lobby rein. So, es wird immer wieder was gemacht, sodass das Hotel im Glanz erscheint, im neuen Look erscheint. Das ist sehr, sehr wichtig hier für die Hotels. Und die Lake and River Hotels legen auch wirklich viel Wert darauf. Das war jetzt die kleine Tour hier im Lake and River Side. Ich würde mal versuchen, wie hinter die Kamera zu wechseln, wenn ich das hinkriege. Das ist ja so eine Aktion hier, was wir starten. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das überhaupt hinkriege, ob das möglich ist. So. Ja, wir sehen jetzt hier nochmal die Lobby. Ansonsten machen wir das einfach so. Bin ich gestern.
habe ich dem Kollegen Safet einfach weitergegeben, dass er mein Handy hält und ich nochmal kurz reden kann. Das war jetzt die Tour hier durch das Lake and River Cedar. Wir haben nicht alles zeigen können. Wie gesagt, die Anlage ist momentan noch geschlossen. Über die Wintermonate war sie geschlossen. Am 23. März geht es wieder los, beginnt die Saison und dann wird es ganz anders aussehen. Momentan noch sehr, sehr aufgeräumt, aber in einigen Tagen werden sie wieder richtig sauber machen, überall und dann schon fertig sein für die ersten Gäste. Andererseits freue ich mich auch, dass ich heute hier bin, das mal zeigen konnte, weil so hat man zumindest den Eindruck gehabt, wie ist eine Anlage, wenn es geschlossen ist. Also sieht nicht unbedingt einladend aus in dem Sinne, aber es wird auch hier und da so einiges gemacht. So, das war's dann, wie gesagt, von mir hier aus dem Lake and River Cedar. Und wenn Sie das ein oder andere verpasst haben sollten, dann haben Sie jetzt die Möglichkeit, sobald wir fertig sind, nochmal anzuschauen und Fragen, falls Sie Fragen haben sollten, können Sie trotzdem reinschreiben. Wir werden versuchen, diese Fragen zu beantworten. Vielen Dank und tschüss.